Ja, ich habe mitgebracht ein Zitat des chinesischen Außenministers Wang Yi, das mich sehr beschäftigt. Ich lese das mal im Wortlaut vor, damit ich nicht falsch zitiere. China und Russland sind füreinander die wichtigsten geografischen Nachbarn, sagt er, und strategischen Partner. Die Beziehung der beiden Völker ist felsenfest und folgt der Logik der Geschichte. China und Russland werden ihren Fokus nicht aus den Augen verlieren. Wir bilden eine Partnerschaft zur Koordinierung einer neuen Ära. Und genau darum geht es hier natürlich ganz, ganz maßgeblich. Putin könnte das gar nicht machen ohne chinesische Rückendeckung. Und es ist eine Frage des Hegemonialstrebens. Es ist bedauerlich, dass es das nach wie vor so gibt. Aber was mich umtreibt, ist der Eindruck, dass die Hegemonie des alten Westens unter Führung der USA vorübergeht. Vielleicht ist sie bereits vorübergegangen mit dem 24.02. Russland agiert nicht alleine. Russland agiert mit voller Unterstützung Chinas. Und dass dieser Eingriff erst jetzt erfolgte, hat mit den Olympischen Spielen in Beijing zu tun. Wenn die nicht gewesen wären, wäre der Einmarsch wahrscheinlich früher erfolgt. Und das ist etwas, das mir große Sorge macht, weil ich nicht unter einer Hegemonialmacht China und auch nicht Russland leben möchte. Also ich glaube, dass uns diese Krise eben auch gezeigt hat, dass in dieser Welt, in der autoritäre Staaten so kooperieren, sich den Rücken stärken, auch bei ihrer aggressiven Außenpolitik ihren Ansprüchen unterstützen, dass in dieser Welt Organisationen eben wie die Europäische Union, die in den letzten Jahren sehr oft sehr naiv agiert hat, richtig, die aber in dieser Krise jetzt zum ersten Mal seit langem wieder entdeckt, was für eine existenzielle Sicherheit dadurch entsteht, dass die Balten eben nicht alleine sind, dass Polen eben nicht alleine ist, dass die Europäer bei Sanktionen als Wirtschaftsmacht ein Land wie Russland auch wirklich treffen können. Wir erkennen jetzt, dass diese Europäische Union und der alte Westen, wo wir Glück haben, dass jetzt nicht Donald Trump im Weißen Haus sitzt, in dieser Krise ein Rückgrat sind dafür, dass das Europa, die Demokratie, die Menschenrechte, die Freiheit, die wir als gegeben hingenommen haben, verteidigt werden können. Also ich glaube, was wir jetzt auch erkennen, ist, wie gefährlich es war in den letzten Jahren. Und Wladimir Putin hat ja da auch hinein investiert. Er hat ja Parteien und Politiker unterstützt, die antieuropäisch, die für den Austritt aus der Europäischen Union waren, wie Frau Le Pen in Frankreich bei den letzten Wahlen, die wie Matteo Salvini die Europäische Union als ein neues Imperium angegriffen haben. Matteo Salvini war vor wenigen Jahren der beliebteste Politiker Italiens und sagte, er fühlt sich im Kreml wohl und nicht in Brüssel. Diese Politik Putins, das zu schwächen, was uns jetzt in der Krise letztlich vor noch mehr Unglück schützt, wo wir jetzt unsere Verteidigung stärken müssen. Wir müssen die Europäische Union, auch die Beistandsverpflichtungen, die sich aus dem EU-Vertrag ergeben, das muss Substanz annehmen, dass wir nicht auf alle Ewigkeiten vollkommen abhängig bleiben von der Frage, wen wählen die Amerikaner. Aber ich glaube, genau das, vor dem Bild, das Sie skizzieren, mit autoritären Herausforderern, die aggressiv sind, ist der Zusammenhalt des Westens, die Institutionen, die wir haben, umso wichtiger. Und ich glaube, das wird jetzt hoffentlich auch in Deutschland weit über die, die das einfach für gegeben hinnehmen. Da sehen Sie ja, dass Putin sich geirrt hat. Putin dachte nämlich, er könnte das alles weiter spalten und auseinandertreiben. Und das exakte Gegenteil ist eingetroffen. Also ich arbeite in Brüssel, ich erlebe das jeden Tag. Die EU steht in diesen Tagen seit Kriegsbeginn so geschlossen, wie ich sie nicht erlebt habe, seit ich dort arbeite. Und das immerhin ist ein Hoffnungszeichen. Nicht viel mehr als das, weil wenn Sie den Vertreter der Europäischen Union als Gesprächspartner nehmen, dann agiert er bis heute nicht auf Augenhöhe. Das sind die Amerikaner und die Russen, eventuell noch Herr Macron, aber sicherlich nicht Herr Borrell. Ich habe Paul Ronsheimer oft hinter mir gehört. Paul, ja? Ja, also ich ertrage das einfach nicht, wenn Herr Meuthen über die Geschlossenheit der Europäischen Union spricht. Er tut so, als wären Sie, Herr Meuthen, für eine Geschlossenheit der Europäischen Union. Noch einmal, Sie haben die Sanktionen hintertrieben. Sie haben gesagt, die Sanktionen müssen enden. Hm. In einer Zeit, in der Wladimir Putin bereits hier Frauen und Kinder umgebracht hat, indem er den Donbass mit Waffen ausgestattet hat, mit Kämpfern ausgestattet hat, indem er diese Menschen motiviert hat und auch russische Kämpfer reingeschickt hat, die Ukraine anzugreifen. Das war der Anfang dieses Krieges, der gerade hier, wo ich bin, stattfindet. Und Sie haben gesagt,
Diese Sanktionen müssen aufhören. Und jetzt reden Sie allen Ernstes über eine Geschlossenheit der Europäischen Union, die Sie gut finden, wo Sie immer gegen diese Geschlossenheit agiert haben. Mm-mm. Und Sie haben als AfD-Vorsitzender und als der, Herr Meuthen, als der sitzt, sonst wären Sie doch gar nicht in irgendeiner TV-Show noch, wenn Sie nicht AfD-Vorsitzender gewesen wären. Also entschuldigen Sie bitte mal, das kriegen Sie auch nicht, das kriegen Sie auch nicht runter. Das sind Sie. So, und in dieser Funktion waren Sie im Europaparlament. Und da haben Sie in ganz vielen verschiedenen Funktionen gesagt, diese Sanktionen sind falsch. Und Sie haben dafür gesorgt, dass diese Europäische Union gespalten ist, dass Europa gespalten werden konnte. Das war der Anfang des Endes der Ukraine und das haben Sie mit zu verantworten. Nein, nein, Herr Hornsheimer, ich muss das wirklich, wirklich zurückweisen. Es ging und geht auch jetzt noch darum, dass man in einen konstruktiven Dialog hineinfindet. Und das geht nicht auf dem Weg, der vom Westen beschritten wurde. Im Übrigen war ich immer ein Kritiker der vielen Politikfelder, die in Brüssel falsch angesiedelt sind. Ich habe aber immer ein ausdrückliches Bekenntnis zur Europäischen Union an den Tag gelegt. Das war für mich übrigens einer der zentralen Gründe. Aber Sie haben sich gegen die Sanktionen ausgesprochen, Herr Meuthen. Deswegen bin ich heute nicht mehr in dem Laden drin. Sanktionen und die Europäische Union. Das ist doch, Herr Meuthen, Sie waren als AfD-Vorsitzender, ich kann Ihnen jetzt mehrere Mitteilungen vorlesen, in denen Sie sich dafür ausgesprochen haben, dass die Sanktionen beendet werden. Und jetzt tun Sie so, als wären Sie für die Sanktionen. Das ist doch eine glatte Lüge. Nein, stopp, stopp. Also eine Lüge lasse ich mir nicht sein. Ich habe gesagt, die jetzigen Sanktionen halte ich für richtig. Die Sanktionen, die wir vorher hatten, habe ich für falsch gehalten, da hätte ich auf Dialog gesetzt. In der jetzigen Situation. Ach so, der Krieg im Osten war nicht so schlimm, oder was? Der Krieg im Osten war nicht so schlimm im Donbass. Wenn da Frauen und Kinder gestorben sind, da haben Sie gesagt, das ist nicht so schlimm. Jetzt ist in Kiew, da muss es Sanktionen geben. Also Herr Meuthen. Herr Hornsheimer, Sie haben eine sehr, sehr eigentümliche Sicht auf die Ereignisse im Donbass. Das müsste man in einer längeren Sendung. Nö, habe ich eigentlich gar nicht. Habe ich nicht. Exklusiv einmal durchdeklinieren. Die Sendung ist lang genug, Herr Meuthen. Die Sendung ist lang genug, um zu entlarven, was Sie hier tun. Aber ist. Ich will ganz kurz Herr Heißner reinholen. Der hatte bislang die wenigste Redezeit hier. Ja, ist alles gut. Also ich finde das ja einen interessanten und auch einen wertvollen Dialog. Absolut. Weil Herr Hornsheimer ja wirklich schön das auch mal aufzeigt, wie da agiert wird mit Halbwahrheiten. Und Herr Hornsheimer hat ja zum Glück wirklich die Faktenkenntnis vor Ort, um das auch widerlegen zu können. Und es ist natürlich der Punkt, den Herr Knaus auch zu Recht angesprochen hat. Es ist diese Naivität, die auch zu lange bei uns im Westen noch vorgeherrscht hat. Und man merkt es ja, auch nach wie vor. Also ich habe das erwähnt, wenn die AfD einen Bundestagsabgeordneten hat, wo der Kreml sinngemäß sagt, den haben wir in der Tasche. Aber leider erleben wir es auch bei der Linkspartei, wo eine führende Außenpolitikerin sagt, also der ukrainische Botschafter in Deutschland sei ein Hetzer vor dem Herrn, ja, nicht etwa Putin. Das ist so eine Art fünfte Kolonne der Autokraten. Sagen Sie mal, wer hat eigentlich die ganze Zeit die Außenpolitik gemacht? Die AfD oder Ihre Partei? Das ist das Versagen von Merkel und Steinmeier. Wissen Sie, Herr Meuthen, Ihre Scheinheiligkeit ist wirklich nicht zu überbieten. Sie geben jetzt hier den Geläuterten, weil Sie auch merken, Sie kommen bei Herrn Hornsheimer sonst nicht weiter. Sie haben gerade eben ja selber noch davon gesprochen, dass man sagen, Herr Meuthen hat die AfD verlassen. Das ist ja richtig. Wie verrückt ist es, Herr Meuthen hat ja gerade über diese Partei zu reden. Reden wir doch bitte über die Regierungspolitik. Haben Sie, Herr Meuthen, noch gesagt, dass was Herr Putin gemacht hätte, Fehler waren. Sie haben das Wort mir noch semantische Ungenauigkeit vorgeworfen. Sie haben Fehler. Der hat Kriegsverbrecher in Syrien unterstützt. Der hat völkerrechtswidrig Land in Europa wieder Wollen annektiert. Sie mir jetzt unterjubeln? Ich hieße der das hat gut, oder Kriege was? Geführt. Das sind nicht irgendwelche Fehler. Das sind Kriegsverbrechen zum Teil. Ja. Ja, und das ist genau diese perfide Verharmlosung in den Formulierungen, die wir da erleben, wenn Sie, Frau Schink, Spin vorgeworfen haben. Das war kein Spin. Das hat Herr Hornsheimer uns doch eben erklärt. Das war eben die Wahrheit.